Hi, ich bin Pamela von der Brettspielgarde. Ja, heute geht's in dem Interview um die BerlinCon. Ja, der Sven vom Brettballett hat ja auch schon die Tage einen Talk zu dem Thema hochgeladen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ja, bei mir erfahrt ihr auch noch so ein paar Einzelheiten rund um die Messe. Und das Schöne ist, ihr könnt heute auch 2 Tickets gewinnen. Alles Weitere dann in dem Interview. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hier ist wieder Pam, die Rasenreporterin, und heute geht es unter anderem ja um die BerlinCon. Und dafür habe ich heute einen besonderen Gast, und zwar den Alex. Hi Alex. Ja, hi, schön, dass ich da sein kann. Ich vermute mal ganz stark, all deine Gäste werden besonders sein, aber trotzdem freue ich mich natürlich heute besonders hier mit dir sprechen zu können. Und du hast es schon gesagt, ich bin von der Berlin Brettspielcon. Vielleicht für diejenigen, die damit noch gar nichts anfangen können, ich hoffe, das sind nicht so viele, aber freue mich natürlich trotzdem, wenn wir da auch neue Leute erreichen. Die Berlin Brettspielconvention ist ein Brettspielfestival, was tendenziell im Sommer in Berlin stattfindet, dieses Jahr dann auch wieder von 15. bis zum 17. Juli in Berlin in der Station. Und es ist quasi eine klassische Convention, wo man wirklich viel spielen, viel ausprobieren kann, aber auch ein großer Anteil an Ausstellern, also dann eher so ein Messecharakter, wo man viele neue Sachen entdecken kann. Und das alles zusammen, ja, bringt wirklich viel Freude und eine gute Zeit, sich mit dem Thema Brettspiel zu beschäftigen und auch mit der Community zusammenzufinden. Die findet ja, ne, laut dem Namen auch in Berlin statt. Ne? Wo genau ist das dann da? Habt ihr da eine spezielle Location, die ihr immer nehmt, oder wie macht ihr das? Ja, mittlerweile haben wir uns auf eine Location, sage ich mal, jetzt so festsetzen können. Die BerlinCon selber ist in ihren Jahren davor schon einige Male umgezogen. Ganz am Anfang war es noch so in der alten Schule, Aula und Hofbereich, den wir da benutzt haben. Und dann haben wir wirklich so 1-2 Wechsel hinter uns. Und dieses Jahr wird es dann auch wieder in der Station Berlin stattfinden. Das ist, ja, Berlin ist ja jetzt auch groß. Und man kann vielleicht schon sagen, zentral in der Nähe vom Potsdamer Platz. Die U-Bahn-Station Gleisdreieck ist da. Also man kommt da eigentlich recht gut hin, gerade auch mit Öffentlichen. Mit Auto ist es in Berlin manchmal eh so ein Thema. Also da kann ich euch raten, es gibt da die ein oder anderen Parkplätze schon so auch in Laufreichweite. Aber im besten Falle kommt man vielleicht doch eher mit den Öffentlichen. Und oder hat halt die Möglichkeit, direkt gegenüber von der Station gibt es nämlich 2 Hotelkomplexe. Einmal das Merkur Hotel und einmal das Aletto Hotel. Das Aletto Hotel ist dieses Jahr mit uns auch so ein kleines Partnerprogramm eingegangen. Da könnt ihr auch mal schauen. Auf unserer Webseite kann man da auch noch einen Rabattcode bekommen. Dann gibt es noch ein paar Prozente auf Hotelzimmer. Ich habe keine Ahnung, ob da noch Platz ist, aber das ist insofern schon ganz cool. Und dann muss man wirklich von diesen Hotels nur über eine Straße gehen und dann kommt man schon auf den Vorhof des Brettspiel-Festivals-Geländes dann in dem Fall. Von daher sind wir mit der Location sehr zufrieden. Sie hat uns seit 2019, das erste Mal, als wir dort waren, wirklich viel Freude bereitet. Dann natürlich pandemiebedingt mussten wir ja aussetzen. Und letztes Jahr haben wir dann dort auch wieder stattgefunden, allerdings deutlich kleiner. Aber ja, der Umgang mit den Leuten vor Ort ist super cool. Man hat viele Möglichkeiten, sich auch noch zu erweitern. Also in vielleicht nicht ganz so ferner Zukunft träumen wir dann auch mal, das Gesamtgelände der Station benutzen zu können. Und dieses Jahr sind wir aber auch schon wieder bei knapp 10.000 Quadratmetern, die wir da bespielen, also Indoor-Fläche. Da kommen dann auch noch ein bisschen Outdoor-Flächen dazu. Also wir gehen wieder in Richtung 2019 und wollen einen schönen Sommer mit euch genießen. Ja, das klingt auch schon mal sehr vielversprechend. Wie lange gibt es denn die BerlinCon schon? Oder wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Ja, das ist immer so eine Sache mit den Daten. Ich glaube, wenn ich da nicht ganz verwirrt jetzt bin, war 2015 die erste BerlinCon. 2015. Und das Ganze ist schon aus einem Community-Gedanken für damals ja noch Hunter und Kron entstanden. Also die beiden dachten sich, warum nicht einfach mal irgendwie auch mit Gleichgesinnten treffen? Der Kanal zu der Zeit war ja da letztendlich auch noch recht klein, aber hatte schon eine gute Fanbase.
Und da ist irgendwie so der Gedanke entstanden und auch gleichzeitig gepaart, so ein bisschen in Berlin und direkten Umland Brandenburg und sowas gibt es halt keine große Brettspiel-Convention. Generell so im Ostteil Deutschlands ist es so ein bisschen mau gesät Gefühl mit solchen Sachen. Und da lag es irgendwie nahe, das mal zu probieren. Und dann die erste Convention, wie ja schon angesprochen, war dann wirklich eine gemietete Schule, auch nicht weit weg damals von der Wohnung von Hunter. Da weiß ich noch, dass wir mit Auto da von seiner Wohnung Sachen darüber gefahren haben im VW-Bus und sind dann, glaube ich, über das Wochenende da mit 300 coolen Leuten quasi haben wir da das Hobby zelebriert und haben da schon erste Grundsteine für bestimmte Sachen, die wir auch immer noch quasi haben, sowas wie halt die Spieleausleihe, freie Spielebereiche und so. Ja, da schon das erste Mal gehabt. Es war, glaube ich, seitdem einer der heißesten Sommer. Ich glaube, so heiß gefühlt war es danach noch nie. Da war es ganz schön, dass dieser kühle Innenhof dann doch einigermaßen Schatten bieten konnte. Und das ist vielleicht so ein Thema. Es muss einem natürlich schon auch bewusst sein, es ist Sommer und wir freuen uns natürlich auch, dass es warm ist und haben letztendlich dann die ein oder andere Maßnahme mit mal ein bisschen Sachen verdunkeln oder auch je nach Location, dass es dann doch ein bisschen kühler bleibt. Aber nichtsdestotrotz, wenn irgendwie 40 Grad im Schatten sind, dann merkt man das halt. Deswegen ist halt auch schön, dass wir auch so Outdoor-Flächen haben mit Foodtrucks Wollte ich gerade sagen, ja. und Bar und dass man dann, genau, dass man da noch so ein bisschen die Sonne genießen kann. Und ist irgendwie auch schön, so lauwarme Sommernacht in Berlin vielleicht dann zu genießen. Um die Station drumherum ist gleich auch noch der Gleisdreieckpark. Also falls man vielleicht danach, nach der Game Night, wenn man da war, die schließt dann um 24 Uhr für all diejenigen, die dann Brettspiel begeistert sind, kann man sich gerne auch noch um 1 Uhr, 2 Uhr nachts vielleicht im Park setzen, wenn es das Wetter zulässt. Oder hat vielleicht auch noch mit seiner Spielegruppe, weiß ich nicht, in der Hotellobby sich verabredet. Also da gibt es sicherlich noch ein paar Möglichkeiten, dann die Nacht durchzuspielen, wenn man durchhält. Also kann man den Spieleabend gemütlich ausklingen lassen mit einem Weinchen oder was auch immer. Genau. Ja, klingt Ja, doch das sollte der Plan sein. schön. Ja. Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, was es alles so geben wird. Also ihr habt auf jeden Fall sehr viel Platz auch, um zu spielen, ne? Das ist ja auch immer das, was auch viel immer gesagt wird, was auch euch unterscheidet von anderen Messen. Klar gibt es da ja auch immer Spieltische und so weiter, aber ich glaube, bei euch ist das noch ein bisschen anders aufgestellt. Ja, wir halten das da wirklich eher in diese Convention-Richtung, wenn man das vielleicht aus Rollenspiel-Convention oder anderen Sachen so hält, dass wirklich ja viel Bereiche für die Community, wo die Community mehr oder weniger unabhängig jetzt von dem Verlag spielen kann, ne? Von daher ist es genau so. Wir haben natürlich wirklich Verlagsstände, die halt auch Spieletische anbieten für Demo-Sachen, für ihre neuen Sachen, was man dann ja sicherlich auch aus Essen und anderen Veranstaltungen so kennt. Und dann wirklich den Bereich, wo wir eine sehr große Spieleausleihe haben. Und dann, ich habe jetzt gar nicht die Zahl im Kopf, aber wer letztes Jahr da war von der Spielefläche, da hatten wir die Hälfte der Halle 7 und die Gesamthalle ist über 4000 Quadratmeter groß, quasi mit Spielefläche bespielt und dann auch noch ein Teil der dahinter liegenden Halle 8. Da sind auch noch weitere Plätze zum freien Spielen, sodass man dann einfach Spieler an der Spieleausleihe sich nehmen kann, dort hinsetzen kann oder man hat vielleicht was gekauft oder man hat sogar was mitgebracht. Also ich sag mal so, ihr müsst sicherlich nichts mitbringen, aber falls ihr mit eurer Spielegruppe gesagt habt, ach, keine Ahnung, dieses krasse Spiel wollten wir schon immer mal spielen, ist es auch gar kein Problem. Ihr könnt auch Spiele mitbringen. Tendenziell wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ihr wieder Spiele mitnehmen werdet, weil wie gesagt, es sind viele Verlage und auch einige Händler da. Ja, der Flohmarkt ist ja auch immer sehr bekannt bei euch. Wird es denn dieses Jahr auch geben? Den wird es dieses Jahr auch wieder geben. Da gibt es auch schon immer wieder die einen oder anderen Fragen, ah, wann findet denn da die Anmeldung statt? Wann kann man sich denn dafür anmelden? Und das kann ich schon mal sagen. Ich habe jetzt gerade, also als wir jetzt dieses Interview hier führen, von unserem fleißigen Flohmarkt-Team, das wird auch von einer Gruppe selbstständig mehr oder weniger schon seit Jahren organisiert, die haben jetzt gerade die Anmeldeunterlagen und Informationen gegeben, sodass das wirklich, je nachdem, wann ihr jetzt da draußen das Video seht, Anfang Mai online geht, dann könnt ihr es auf unserer Webseite anschauen. Unter dem Bereich Besucher, unter dem Absatz Flohmarkt, werdet ihr denn da wieder die Anmeldung für den Flohmarkt finden. Ja, und das ist natürlich auch ein beliebter Anlaufpunkt. Ja, aber es klingt auch schon mal sehr schön und ich weiß auch, wie gesagt, dass auf jeden Fall der Flohmarkt auch sehr beliebt ist.
Also da bin ich auf jeden Fall auch gespannt und ich hoffe, ich werde nicht so viel sehen, was ich mitnehmen möchte. Ne, das ist ja immer die Gefahr, wenn man irgendwo hingeht, wo man Spiele kaufen kann. Ne. Ja, und es gibt ja auch so Specials für Content Creator, hatte ich gesehen. Wie sieht es damit aus? Was wir 2019 auch das erste Mal gemacht haben und auch nochmal diesen Community-Gedanken mehr unterstreichen soll, ist der Community Playground. Da geht es dann eher in die Richtung natürlich, so wie ihr jetzt, Pam, Leute, die auf YouTube mit Blogs, Influencer und Co. zu tun haben, haben dort nochmal einen extra Bereich, den kann man, ja, da kann man letztendlich auch Slots buchen oder bestimmte Programmpunkte machen. Und der wird dieses Jahr auch wieder bereitgestellt und bespielt, sodass man vielleicht als Besucher mal irgendwie seinen Lieblings-YouTuber, YouTuberin sehen kann oder das ein oder andere an Programmpunkten umgesetzt wird. Das ist auch immer so eine Frage, ja, auf was haben da die Leute da Lust drauf? Und das kann man zum Beispiel auch mit seiner Community selber vielleicht mal ein bisschen abklären, wenn man weiß, ah, man ist in diesem bestimmten Zeitslot dort vor Ort. Habt ihr vielleicht Lust, irgendwas mit uns zu machen? Von, keine Ahnung, Tombola bis Quiz und. Alles ist da sozusagen möglich, ist nur noch mal ein extra Bereich, wo es dann noch mal klarer ist, wo man vielleicht, ja, Influencer treffen kann. Ansonsten klar, laufen die natürlich auch normal über die Veranstaltung, aber so dachten wir uns, kann es auch mal schön sein, wenn man da mal so einen gesonderten Raum hat, mit dem man sich mit seiner Community da auch noch ein bisschen mehr finden kann. Die Prototypengalerie, die wird dieses Jahr auch wieder aufblühen in voller Pracht. Da haben wir auch einen Sponsor gewinnen können. Kickstarter sponsert damit die Flächen, dass wir da auch noch ein bisschen größer sein können. Da geht es dann letztendlich darum, dass ja, angehende Spieleautor, Autorinnen dort neue Projekte vorstellen können oder einfach auch vielleicht Leute, die schon lange dabei sind, ein neues Projekt haben, halt noch im Prototypenstadium ihr Spiel vorstellen möchten. Und da gibt es dann auch, ja, eine bestimmte Auswahl wird dann noch ein bisschen, sage ich mal, kurzfristiger vor der eigentlichen Convention auf der Webseite bekannt gegeben, aber dann auch im Programmheft, wer dann vor Ort sein wird, mit welchen Spielen. Die Spiele werden euch sicherlich da draußen erstmal noch nicht sagen, aber das ist ja auch Sinn und Zweck, denn hier kann man dann mal Spiele erleben in einem Stadium, wo sie noch nicht ganz fertig sind. Also je nachdem, was euch da die Autoren, Autorinnen vorstellen wollen. Aber das ist auf jeden Fall auch ganz cool, da schon mal einzutauchen. Und euer Feedback wird dann sicherlich auch angenommen oder ihr könnt da letztendlich auch mit eurem Feedback vielleicht etwas bewirken. Dann haben wir auf der Fläche da auch noch ein paar andere Leute. Wie gesagt, von Kickstarter wird jemand da sein, falls man dazu auch schon mal noch eine Frage hatte in dem Bereich, wie ist es eigentlich, so eine Kampagne zu erstellen und. Und der Spieletexter, der sich so mit Lokalisierung und auch Regelschreiben beschäftigt. Also wenn man vielleicht selber schon mal Ideen hatte, auch in diesen Bereich einzusteigen, gibt es da viele Ansprechpunkte oder alleine, wenn man sich darüber hinaus als ambitionierter Spieler, Spielerin auch nur mal weiter austauschen möchte, haben wir da auch quasi viele interessante Leute aus der Branche, die man halt treffen kann auf der Convention und auch das wieder das so besonders oder schön macht, dass man wirklich in den Austausch gehen kann und auch geht. Und da hoffen wir eigentlich, dass wir den Raum dafür schaffen. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich muss ja gestehen, wir waren ja bisher noch nicht da. Es lag aber bisher an der Entfernung. Aber dieses Jahr sind wir auf jeden Fall auch dabei und schauen uns das mal aus der Nähe an. Und was ja auch bei euch immer stattfindet, sind eure Awards, ne? Ihr habt da ja auch so eine kleine eigene Verleihung auch, ne? Schön, dass du das ansprichst, die BerlinCon Awards. Die hatten letztendlich wie die BerlinCon durch die Pandemie gebeutelt harte Zeiten, sodass wir letztes Jahr die Awards auch schon erstmal so ein bisschen ruhen haben lassen, weil wir wirklich uns so ein bisschen fokussieren mussten aufs Kerngeschäft. Und das wird dieses Jahr auch noch so der Fall sein. Also die Awards sind nicht weg vom Fenster. Im Hintergrund wird daran auch noch fleißig gewerkelt. Wir geben denen auch noch wahrscheinlich ein bisschen mehr in Feinschriften, noch ein bisschen mehr ein Profil, vielleicht auch, dass das Ganze noch ein bisschen einfacher gehalten wird. Der Grundgedanke letztendlich bei den BerlinCon Awards war damals auch schon 2019, ja,
mehr oder weniger die Person, die Leute hinter den Spielen, hinter den Verlagen auch irgendwie zu prämieren und noch ein bisschen sichtbarer zu machen. Natürlich erfolgt das Ganze über Spiele, aber es muss jetzt nicht jemand nominiert sein, dann nur für dieses Spiel, sondern auch vielleicht für eine ganze Varianz von Spielen, die in dem bestimmten Zeitraum, der sich denn da angeguckt wird, quasi rauskam und dass es uns schon um die Personen geht. Da wir dieses Jahr aber aus dieser Pandemie herauskommt, leider doch noch die ein oder anderen Abstriche machen müssen. Leider müssten wir personell auch ein bisschen abbauen. Das tut uns im Herzen auch weh, aber sonst hätten wir es quasi nicht schaffen können, da durchzukommen. Gibt es so ein paar Programmpunkte, wie auch so extra Bühnenbereich und sowas dieses Jahr quasi noch nicht wieder? Und dann heben wir uns das für nächstes Jahr auf, wenn wir diese Sachen dann auch noch umsetzen können und wollen dann auch mit dem Award wieder weiterkommen. Und da gibt es an der einen oder anderen Stelle sozusagen noch ein paar Veränderungen. Mhm. Worüber wir uns aber sehr freuen, und das ist auch noch ein weiterer Programmpunkt, den es auf der BerlinCon geben wird, ist, dass die RadCon von Ulysses, die RadCon, eine eigene Rollenspiel-Convention auch wieder nach Berlin kommen wird. Also 2019 hatten wir da schon diese Kooperation. Die letzten Jahre, wie gesagt, waren da sehr speziell. Und dieses Jahr wird es aber wieder die RadCon Berlin geben. Die haben einen eigenen Hallenbereich, die Halle 2. Das sind dann zusammengenommen auch nochmal so mit einzelnen, sage ich mal, so Rollenspielräumen, auch über 500 Quadratmeter, wo dann das Rollenspiel sicherlich höher schlagen wird. Ulysses selber, die haben ja auch die ein oder anderen Brettspiele aus auch ihren Rollenspielwelten und so, und die werden natürlich auch dort präsentiert. Und so hat man ja nochmal verstärkt auch die Möglichkeit, das Thema Rollenspiel ein bisschen mehr zu erfahren. Ich denke auch sowas wie Pegasus und andere Verlage, die haben ja auch Rollenspielelemente in ihrem Verlagsprogramm. Und auch da kann man weiter in die Bereiche eintauchen. Wir versuchen auch immer Jahr für Jahr weiter uns aufzustellen. Wie gesagt, dieses Jahr ist noch ein bisschen spezieller, aber wir haben zum Beispiel sowas wie Lego auch einen etwas größeren Bereich, wo auch Sachen ausgestellt werden, wo man Sachen auch immer noch ein bisschen selber erleben kann. Also hier auch familienmäßig gibt es da auch noch weitere Angebote, auch wenn vielleicht Teile der Familie jetzt sagen, Brettspiel ganz cool, aber die ganze Zeit ist vielleicht ein bisschen too much, versuchen wir da unser Angebot natürlich auch zu erweitern und als ja ein schönes Ausflugsziel zu machen, jetzt nicht nur für die Hardcore-Brettspieler, sondern auch einen Einstieg in die Brettspiellandschaft zu gewinnen. Wenn nicht alle gleich verschreckt sind. Ne? Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und ich habe auch bisher nur Gutes gehört. Und also ich denke, das wird bestimmt eine sehr schöne Zeit werden. Wie ist das grundsätzlich? Bist du jetzt schon seitdem es das zum ersten Mal gab, hatte ich jetzt mal richtig gehört, bist du schon von Anfang an Bord quasi, ne? Oder bist du irgendwann später dazu gestoßen oder... Also ich bin schon seit Beginn an Bord, aber halt nicht hauptberuflich. Also ich habe letztendlich Hunter und Kron über die BerlinCon, kann man sagen, mehr oder weniger kennengelernt. Ich habe zu der Zeit auch wieder verstärkt mich mit Brettspielen beschäftigt, habe da gerade so auch meine Masterarbeit geschrieben und habe mich da so ein bisschen abgelenkt und auch mit YouTube-Videos schauen und bin dann über englischsprachige Kanäle auch auf Hunter und Kron gestoßen. Und war dann auch schon irgendwie ganz angefixt und habe da von einem ersten so Unterstützertreffen gehört. Da ging es nämlich darum, halt freiwillige Helfer für die BerlinCon zu gewinnen, um das vor Ort umzusetzen. Und da habe ich dann das erste Mal Hunter getroffen, wo es dann wirklich ein erstes Vorgespräch gab, wie man halt dieses Fan-Treffen, diese kleine Convention dort umsetzen kann. Und da war ich dann schon Teil des freiwilligen Helferteams. Und es gibt auch immer noch viele tolle Helfer, Helferinnen, die seit wirklich erster Stunde dabei sind. Und dann war ich halt peu à peu, Jahr für Jahr dann dabei, habe mir mehr oder weniger dann immer Urlaub genommen, war quasi ein harter Urlaub, weil man war danach fertiger als vorher und bin dann über diese erste BerlinCon auch mit in den Kanal gekommen, bin dann mit den Jungs nach Essen gefahren in dem gleichen Jahr, habe denen dann da geholfen für den ersten Livestream und bin dann mehr oder weniger fester Bestandteil vom Kanal selber auch geworden als erster quasi Gastrezensent und habe dann alleine ein bisschen Videos gemacht, habe dann festgestellt, zu zweit ist ein bisschen cooler, kannst du ja sicherlich auch feststellen und habe dann mit dem weiter Videos gemacht, aber da war ich schon immer sozusagen als Helfer bei der BerlinCon. Und da das Ganze dann natürlich, was sehr schön war, gewachsen ist, Jahr für Jahr, hat es aber auch immer mehr Aufgabenbereiche erfordert, die da abgedeckt werden mussten. Und dann hat ein Kollege von mir, der Andreas, der ist dann als erstes quasi als fester Mitarbeiter für die BerlinCon eingestellt worden. Dann wurde
dann wurde Verstärkung gesucht fürs BerlinCon-Team, weil das einfach immer mehr Workload wurde. Und dann lag es halt nahe, dass erstmal intern so ein bisschen geguckt wurde. Und dann wurde ich halt gefragt. Ich war halt nicht unzufrieden bei meinem Job davor, das war auch alles schön, aber habe irgendwie gefühlt, ich war jetzt schon so lange auch immer Teil als Helfer bei der BerlinCon und das ist was Schönes und das entsteht und ich möchte daran weiterwirken, dass ich dann gesagt habe, ja, okay, ich komme sozusagen zu euch. Das war dann Ende 2018 und dann habe ich halt 2019 das erste Mal mit dem Andreas zusammen dann halt hauptberuflich die BerlinCon organisiert und umgesetzt. Und ich habe es ja vorhin halt schon angesprochen, leider durch diese pandemiebedingte Situation, die finanziell wirklich schwierig war, ist der Andreas jetzt leider nicht mehr bei uns bei der BerlinCon. Das hat sich quasi so ergeben, dass wir haben hier ein Gemeinschaftsbüro mit der Edition Spielwiese, die ja Mikro Makro unter anderem auch rausgebracht haben. Das kennt sicherlich der eine oder andere Spiel des Jahres. Und der ist jetzt eine Tür weitergezogen. Wir mussten halt irgendwie schauen, wie wir das stemmen. Und das hat sich angeboten. Da war letztendlich auch gerade so eine Stelle frei. Und dann konnten wir das so ein bisschen gut nutzen für uns. Natürlich auch irgendwie schade, weil es war eine coole und schöne Zusammenarbeit. Auch hier wieder gab es sozusagen keinen Stress, sondern es war alles schön. Aber finanziell, finanzbedingt, ja, konnte es erstmal so nicht weitergehen. Und von daher müssen oder anderen Stellen noch mal ein bisschen ruhiger treten, weil aktuell quasi ich und der Johannes die BerlinCon wieder nur zu zweit mehr oder weniger umsetzen. Also in der Vorplanung vor Ort selber, dann haben wir natürlich wieder ein cooles freiwilliges Helferteam. Und auch hier, falls ihr jetzt irgendwie mal Bock habt, in sowas reinzuschauen oder habt es vielleicht auch schon erlebt, weil ihr auf der BerlinCon wart, habt unsere Helfer dort zum Beispiel in der Spieleausleihe, beim Einlass oder auch beim Flohmarkt und in anderen Bereichen gesehen, könnt ihr auch gerne immer bei uns anfragen, quasi einfach an die info@berlin-con.de schreiben. Melli, die ihr ja von Hunter und Friends mittlerweile auch kennt, die ist auch 2021 als BerlinCon-Helferin dabei gewesen, hat da wirklich fleißig unterstützt und da war irgendwie die Chemie gut, das hat irgendwie auch gerade gepasst, wir waren auch so ein bisschen in der Umstellung beim Kanal und Sachen und so ist letztendlich Hunter und Melli da so ein bisschen zusammengekommen. Melli war super ambitioniert, hat gesagt, sie hat Lust, Videos zu machen, Lust, sich in die Spielewelt noch mehr zu stürzen und solche Sachen können natürlich auch immer passieren. Ich kenne mehrere Leute, die mit Verlagen in Kontakt gekommen sind über die BerlinCon, die dann da ausgeholfen haben oder sogar die ein oder andere Verlagsarbeit jetzt dann tätigen. Also so oder so im Austausch einfach mal mit dieser ganzen Brettspielwelt zu kommen. Ob man nun hilft oder einfach als Besucher da ist, denke ich, ist die BerlinCon ja wirklich ein schöner Bereich, um da weiter eintauchen zu können. Kann sich auf jeden Fall alles ergeben. Ne? Und ich sage mal, Melanie ist auf jeden Fall ein Gewinn für euren Kanal, auf jeden Fall. Und ja, wer weiß, wer noch alles zu euch stößt in nächster Zeit. Ne? Ja, aber es klingt doch erstmal alles sehr gut. Und kannst du so sagen, wie ist denn so die Besucherfrequenz quasi? Also wenn man das jetzt so vergleicht, zum Beispiel jetzt mit der Spiel, ne, wie ist das so? Wie kann man sich das so vorstellen? Ist das dann auch so richtig voll oder wie ist das? Also ich meine, ihr wisst ja jetzt wahrscheinlich auch noch nicht, wie viel es jetzt im Endeffekt werden, aber man kann das ja so ein bisschen von den letzten Jahren so absehen vielleicht. Also ich fühle mich auch immer ein bisschen geehrt, wenn wir in einem Atemzug mit der Spiel, also der Messe in Essen verglichen werden oder genannt werden, ohne jetzt mal Vergleich zu sagen. Ja, warte. Das ist schon warte, auch noch eine ganz andere. Kann das nochmal sagen hier, also Spielmesse Berlin kommt, Spielmesse Berlin kommt, Spielmesse Berlin kommt. Bitte. Ja, sehr schön, sehr schön. Weil das ist letztendlich eine ganz andere Liga gefühlt. Also man will sich da jetzt auch nicht kleiner machen, aber wenn die Spiel vielleicht so, um mal so einen schlechten Fußballvergleich zu machen, die erste Bundesliga ist, würde ich sagen, wir sind nicht mehr Regionalverein, aber wir sind vielleicht dritte Bundesliga oder sowas gefühlt so oder steigen vielleicht so ein bisschen in die zweite auf, schwer zu sagen. Aber ja, also die Besucherzahlen bei der Spiel in Essen, gerade weil sie natürlich weltweit eine der wichtigsten Messen ist und sich da wirklich alle treffen, ist natürlich enorm und natürlich auch enorm voll, auch wenn sie sehr, sehr groß ist. Bei uns ist es natürlich so, wir sind auch stetig über die Jahre gewachsen. 2019 haben wir es dann auch so geschafft, so um die 10.000 Besuche zu haben, also Leute, die sozusagen dann zu uns gekommen sind an den unterschiedlichen Tagen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir dieses Jahr da wieder so ein bisschen rankommen. Wir hoffen natürlich, dass wir so hinkommen.
Bis jetzt ist der Kartenvorverkauf recht gut. Also tagtäglich werden Tickets gekauft. Es ist natürlich auch, denke ich, generell immer noch so ein bisschen Verhalten in der Gesamtgesellschaft, was ich auch total verstehen kann. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass der Sommer einfach auch pandemiebedingt am entspanntesten wird und auch andere globale Probleme vielleicht schon gelöst sind oder irgendwie nicht mehr so hart aufs Gemüt drücken. Von daher, ja, freuen wir uns über alle, die da kommen. Es ist natürlich wie immer, es wird Stellen und Ecken geben in so Hallen, da fühlt man sich auf einmal extrem voll oder steht vielleicht auch in der Schlange zum Flohmarkt. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir genügend Platz, gemütlich auch in den Outdoor-Bereichen sich da einfach ja, entspannt zu positionieren. Die Spielefläche selber, die haben wir quasi dieses Jahr auch wieder so gestaltet, das ist vielleicht auch so eine Besonderheit, dass Leute, die BerlinCon Badge buchen, das ist sozusagen die höchste Form des Tickets, die können ja schon Freitagabend ab so 17:30 die BerlinCon quasi besuchen, bevor die Ausstellerbereiche eröffnen. Und da gibt es dann schon die erste Game Night von 17:30 bis 24 Uhr, kann man dann schon spielen. Und das sind dann so rund 1200 Plätze. Und da hat dann auch wirklich jeder seinen eigenen Platz. Also da muss dann kein Gerangel oder Gedränge passieren. Darauf sind die Tickets sozusagen limitiert auf wirklich die Plätze, die da vor Ort auch sind physikalisch. Und am Samstag und Sonntag, wenn die Veranstaltung normal auf hat, dann können natürlich alle Leute dort diese freie Spiele. Ab 19 Uhr wird dann der Ausstellerbereich geschlossen für all diejenigen, die dann ja nur Tagestickets oder ein Wochenendticket haben. Die müssen dann auch so langsam gehen. Und für diejenigen, die dann eine BerlinCon Badge noch haben, für die geht es dann von 19 bis 24 Uhr weiter. Und da haben sie dann auch wieder mehr oder weniger ihren reservierten Sitzplatz. Also es gibt auf jeden Fall einen Stuhl für die. Das ist halt so gemanagt. Mehr Karten verkaufen wir gar nicht. Sodass auch die Leute, glaube ich, ganz entspannt sind, die ihre Badge haben. Die können auch tagsüber da um die Verlagsstände ziehen und wissen dann auf jeden Fall, keine Ahnung, um 19, 20 Uhr oder so, wenn ich vielleicht noch ein großes Ding spielen will oder so, dann habe ich da auf jeden Fall auch meinen Sitzplatz und alle anderen Leute können tagsüber natürlich gerne diesen Bereich verwenden. Wir haben natürlich dann auch noch wieder so Turniere, die auch geplant sind, die dann auch bestimmten Flächen dort stattfinden werden und. Also auch da noch so ein schönes Programm, was jetzt auch immer noch weiter entsteht, quasi in Zusammenarbeit mit den Verlagen. Und da freue ich mich natürlich auf jeden Fall, dass da ja wieder schöne Spielmomente entstehen werden. Ja. Ich habe auch gesehen, bei den Tickets für auch jetzt die Zuschauer, die das vielleicht noch nicht so genau sich angeschaut haben, bei den Tickets kann man ja unterschiedliche Sachen dann eben auch auswählen, was man eben, wie du gerade gesagt hast, dann eben auch dann quasi dazu buchen kann, ne, auch für diese Game Night und so weiter. Also da packe ich euch den Link nochmal unten rein, dann könnt ihr gerne schauen, ne, und euch zügeln und loslassen. Also man kann da ganz schöne Menge da machen. Da vielleicht noch ganz kurz interessant, bis jetzt zum 15.05. haben wir ja noch unsere Early-Bird-Phase. Da ist das Berlin-Badge, also das BerlinCon-Badge-Ticket nochmal um 10 Euro reduziert. Das kostet quasi aktuell in dieser Phase 49 Euro und auch die Pakete, die damit quasi einhergehen. Dann ab dem 16.05. wird es 10 Euro teurer werden, dann kostet es halt 59 Euro. Also wenn ihr da jetzt schon wisst, dass ihr vorbeikommen möchtet, dann nutzt vielleicht jetzt einfach noch die Möglichkeit, da die 10 Euro zu sparen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr da euch noch nicht ganz sicher seid, die BerlinCon-Badges neigen sich quasi langsam so den Ende hin. Also es kann durchaus sein, dass wenn man jetzt nur noch ein paar Wochen vor der Veranstaltung gerne auf der Game Night sein würde wollen, dass es dann zu spät ist. Da muss man halt immer ein bisschen schauen, wie gesagt, weil die halt über die Plätze limitiert sind. Ansonsten normal übers Wochenende als Tagesgast die Veranstaltung besuchen. Das ist ja dann auch eine gute Zeit. Da ist man dann von 9.30 Uhr bis Samstag 19 Uhr oder Sonntag bis 18 Uhr kann man da auch viel Zeit verbringen. Ja, das ist schon lange. Aber ich sag mal, für einen Brettspieler kann es ja nie lang genug sein. Ne? Zeit vergeht, gerade wenn man so Brettspiele spielt, ne? Da ist ja, ja das, eine Stunde nichts. Ne? Deswegen, also nutzt die Zeit für die Brettspieler, das ist ein guter Hinweis, ne? Weil 10 Euro sparen oder nicht, 10 Euro mehr für Brettspiele, ne? Die ihr für Brettspiele kaufen müsst. Ja. Also so muss man das ja sehen. Also bei uns war das, wir haben ja vor 2 Jahren gebaut circa. Und ich habe dann auch immer überlegt, okay, da eine Fliese. Also ich habe auch immer an Brettspielen gedacht, ne? Okay, wenn du da eine Fliese mehr machst, ein Brettspiel weniger. Also von daher, das ist einfach so drin, ja, irgendwie im Brettspielen. Das ist unsere Währung. Das, ja. Ich kann das total nachvollziehen. Ich versuche ja auch seit Jahren immer selber auch den Konsum so ein bisschen zu zügeln. Ne? Das ist
natürlich auch schwer, wenn man hier in diesem Metier ist, auch gerade in Verbindung mit dem Kanal, da kriegt man natürlich immer alles damit in Verbindung und ist dann auch wieder angetriggert, was ja auch schön ist, dass die Begeisterung immer wieder da ist. Ja, ihr werdet ja selber auch wieder streamen, ne? Ich denke mal auch wahrscheinlich wieder live von der BerlinCon, das hattet ihr sonst immer gemacht, ne? Oder auch irgendwie Interviews und so machen auf eurem Kanal, oder wie ist da die Planung? Es wird auch wieder das BerlinCon-Studio geben. Live glaube ich nicht unbedingt. Das ist dann live on tape. Also es wird aufgezeichnet und danach dann auf dem BerlinCon und auch bei Hunter und Friends nach ausgestrahlt. Also Verlage ab einer bestimmten Verlagsgröße vom Stand, von der Standfläche her, die haben halt eine bestimmte Anzahl an Minuten dann in diesem Studio und können da einfach ihre neuen Spieleprodukte, Sachen vorstellen. Und vielleicht für diejenigen, die nicht der BerlinCon sein konnten oder vielleicht auch der ein oder andere, der das vielleicht nicht miterlebt hat oder nicht so präzise das vielleicht auch mal antesten konnte, der kann dann im Nachgang nochmal schauen, was da für Sachen vorgestellt wurden dann in den Videos. Werden denn zur BerlinCon auch immer irgendwie Neuheiten erscheinen? Das ist ja die Spiel, sage ich dir wieder in einem Atemzug mit eurer Messe, da ist ja prädestiniert für, dass quasi immer Neuheiten rauskommen. Aber ich habe auch, glaube ich, mal gehört, dass irgendwie auch zur BerlinCon teilweise die Verlage dann neue Spiele rausbringen. Ja, also tendenziell liegt es natürlich hauptsächlich an den Verlagen. Wir freuen uns natürlich, wenn es passiert, und es hängt auch stark mit deren Produktionsabläufen zusammen. Mhm. Natürlich in Essen zur Spiel, so groß wie das ist, und auch dann ist ja das Weihnachtsgeschäft sehr interessant, da sind die Verlage sehr interessiert, ihre Sachen dort rauszubringen. Es gibt aber natürlich auch die einen oder anderen Verlage, die immer mehr auch übers Jahr quasi Spiele veröffentlichen, und gerade auch im Thema, wenn man sich mal international anguckt, im amerikanischen Bereich mit der GenCon, die ist letztendlich ja ein bisschen nach uns, gibt es auch viele Verlage, die zum Beispiel für die GenCon auch Veröffentlichungen machen, dann im Sommer, und dann gibt es die Spiele mitunter auch schon auf der BerlinCon. Und von daher ist es nicht ausgeschlossen. Also die ein oder anderen Neuheiten oder manchmal auch Vorab-Exemplare, wo vielleicht nur eine kleine Stückzahl da ist und der größere Schwung dann ein bisschen später im Handel kommt, haben wir schon auf jeden Fall oft erlebt und freuen uns auch darüber. Was das genau in diesem Jahr ist, kann ich so auch noch gar nicht sagen. Da lasse ich mich selber auch immer dann noch ein bisschen überraschen. Und wenn natürlich Verlage das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten announcen, dann könnt ihr euch auf jeden Fall darüber freuen. Vielleicht interessant auch für euch jetzt so ein bisschen, auch wieder mal so aus der, sage ich mal, YouTube-Influencer-Richtung gesprochen. Wir werden dieses Jahr auch ein B2B-Event, also ein eher Business-angehauchtes Event am Freitag so ein bisschen vorlagern, wo die Verlage im Aletto-Hotel auch die Möglichkeit haben, die das möchten, wie so eine kleine Pressevorstellungsschau zu machen. Also ja, cool. Kein Vergleich wie in Essen bei der Spiel, wo das ja ganze Hallen mittlerweile füllt. Mhm. Aber da gibt es dann auch einige Verlage, die dann nochmal in einem etwas geschlossenen Raum dann für Presse oder vielleicht auch für Händlervertreter Sachen vorstellen. Das ist natürlich jetzt für die Zuschauer, die jetzt als normale Besucher vor Ort sind, insofern nicht interessant, aber keine Angst, ihr werdet natürlich die Sachen denn auf der Convention vor Ort antreffen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend alles, und ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch so entwickeln wird. Und wir werden auf jeden Fall im Nachgang dann natürlich bei uns auf dem Kanal auch mal berichten, wie es uns so gefallen hat. Ne? Ne? Aber es klingt auf jeden Fall alles, wie gesagt, sehr vielversprechend, und ich freue mich, grundsätzlich das einfach mal anzugucken und auch, dass man wirklich dann auch so viele Spiele da testen kann und so weiter. Also darauf freue ich mich auch, dass man auch wirklich dann mal mit den Leuten so ein bisschen sich austauschen kann und so weiter. Weil das geht bei anderen Messen meistens ja immer so ein bisschen unter, weil man gar nicht die Zeit hat. Ne? Und das finde ich persönlich dann ganz schön. Man sagt euch ja auch nach, dass es alles so ein bisschen familiärer so angelegt ist, das Ganze. Und von daher freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Ah, man kann davon ausgehen, auch wenn ich versuche, das von Jahr zu Jahr sein zu lassen, aber die ein oder anderen Tische und Stühle werde ich wahrscheinlich auch angefasst haben, mitunter zum Aufbau oder nochmal ein paar Sachen. Also da sind wir auch immer noch selber auch mit viel Einsatz dabei, trotz natürlich unseren glorreichen Helfern, Helferinnen. Aber ja, das ist auch immer noch so ein Teil, dass man da an der einen oder anderen Stelle auch dann immer noch Hand anlegt, und das ist auch irgendwie so ein Teil,
dieses familiären Charmes und natürlich irgendwie auch selber noch mit Leuten da vor Ort in Austausch zu kommen. Also auch wenn ich da gefühlt immer auf der Veranstaltung so ein bisschen vielleicht nicht ansprechbar wirkend durch die Gegend renne, ihr könnt mich trotzdem gerne jederzeit ansprechen. Sollte es mal dringend sein, dass ich nicht reden kann, sage ich das euch ganz freundlich. Ansonsten könnt ihr mich gerne auch mal anhalten und ich genieße das auch sehr, dort in das ein oder andere Gespräch verwickelt zu werden und freue mich dann immer wieder über die positive Energie der Leute. Und apropos positiv, was ja immer schön ist, positive Stimmung zu verbreiten. Pam, also wenn du es möchtest, ich könnte auch gerne noch hier über dieses Interview sozusagen 2 Badge-Tickets verlosen, wenn du das möchtest. Ja, gerne. Und ihr da draußen. Das war mal eine tolle Idee. Und dann habt ihr quasi noch die Möglichkeit, noch Badge-Tickets zu gewinnen, die, wie gesagt, sich langsam dem Ende neigen. Also ich bin ja da, wäre da jetzt ganz straightforward, ohne große Gewinnspielfrage, vielleicht einfach nur sowas. Wart ihr schon mal auf der BerlinCon? Was hat euch da gefallen? Oder ist es das erste Mal? Und auf was freut ihr euch vielleicht besonders? Könnt ihr dann einfach mal fleißig kommentieren und wenn das für dich okay ist, Pam, dann müsstest du mir dann mal einen Gewinner oder eine Gewinnerin nennen. Ihr könnt ja auch gerne sonst reinschreiben, was ihr vielleicht mal mit Alex zusammen spielen wollt. Ne? Vielleicht auch das, wenn er ihn trefft auf der BerlinCon. Ne? Ja, da muss ich sagen, das ist so ein Thema, ich habe es, glaube ich, noch nie wirklich geschafft, ein komplettes Spiel auf der BerlinCon zu spielen, gefühlt. Also in den letzten, weil ich gedanklich dann doch nicht in dem Setting bin, so ruhig zu sein, ein Spiel zu spielen. Also tendenziell könnte man das wahrscheinlich, aber wäre auf jeden Fall, wenn es nicht gerade ein ganz kurzes Partyspiel ist, wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ich freue mich trotzdem, könnte ja trotzdem entscheiden, man soll ja niemals nie sagen. Genau. Ja, aber dann macht das mal gerne, das ist eine tolle Idee, also vielen Dank. Ne, also schreibt einfach mal rein, ob ihr schon mal da wart auf der BerlinCon oder was, wenn ihr jetzt zum ersten Mal da seid, wo wir jetzt, was interessiert euch am meisten oder was möchtet ihr gerne mit Alex spielen, wenn es denn klappt. Ne? Also das schreibt gerne mal runter und ansonsten die Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen schreibe ich auch nochmal in der Videobeschreibung, sie akzeptiert ihr automatisch dann, wenn ihr mitmacht. Ja, und dann drücke ich auf jeden Fall euch schon mal ganz fest die Daumen. Ne, dass ihr da die Tickets gewinnen könnt. Ne? Ich mache es dann so, ich werde dann auslosen unter den Kommentaren und dann werde ich das Alex weiterleiten. Ja, das ist so eine schöne Idee. Man muss es ja leider immer ansprechen, wie ist das mit Hygienemaßnahmen zu BerlinCon? Habt ihr da euch irgendwie was ausgedacht oder wartet ihr erstmal ab oder wie ist da die Planung? Gibt es einen Notfallplan, was auch immer? Hygienemaßnahmen sind ja wirklich ein Thema auf jeden Fall, haben mich die letzten Jahre begleitet. Ich will nicht sagen, dass ich schon Albträume davor hatte, aber nein. Wir werden natürlich schauen, was dann im Juli genau dann wirklich Sache ist, also was für Regularien dann vorgeschrieben werden vom Bundesland Berlin. Und daran werden wir uns natürlich auch halten. Im Vorfeld, jetzt haben wir für uns schon mal beschlossen, wir werden auf jeden Fall diese Hygienespender-Sachen auch vermehrt wieder auf unserer Convention vorrätig haben. Das fanden wir eigentlich ganz gut und ist auch irgendwie sinnvoll, wenn man Sachen anfasst und so, dass man sich einfach das sollte auch immer so sein eigentlich. Und dann geht es wirklich, ja, also das ist auf jeden Fall vernünftig, dass wir da nochmal ein größeres Angebot haben. Aktuell planen wir mit einer etwas reduzierteren Gesamtbesucherzahl, die quasi als Maximalkapazität auf dem Gelände sein könnte. Das ist eine Zahl von der Station. Wir wissen eh nicht, ob überhaupt so viele theoretisch kommen würden, um diese Maximalkapazität anzureißen. Aber da gehen wir erstmal in der Vorplanung mit einer etwas reduzierten Zahl sozusagen aus. Es kann sich aber auch so entwickeln, dass im Sommer dann letztendlich alles irgendwie egal ist, in Anführungszeichen. Aktuell haben wir auch noch personalisierte Tickets, sodass wir auch an sich wenigstens noch sagen können, wer war denn auf der Veranstaltung da. Auch hier müssen wir wieder gucken, wenn die Kontaktnachverfolgung, und gerade sieht es so ein bisschen aus, als wenn das nicht mehr benötigt wird und auch nicht richtig verfolgt wird. Es nützt ja auch nichts, wenn wir da Daten erheben, die dann irgendwelche Gesundheitsämter gar nicht auswerten wollen oder können. Kann es auch sein, dass wir diese Personalisierung quasi zurücknehmen oder es halt, wie gesagt, nicht wichtig ist. Aber aktuell ist es so angelegt und auch der, sage ich mal, der Platz von den Gängen und den Sachen, das ist schon noch etwas großzügiger kalkuliert aktuell. Nichtsdestotrotz sind wir auch gerade in dem Bereich der
freien Spielefläche wieder ein bisschen mehr zusammengerückt als 2021, um halt auch einfach wieder ein paar mehr Leute vor Ort an die Spieletische zu kriegen. Und ja, sowas Thema Kontrolle, geimpft, Genesenenstatus, aktuell wird das alles nicht mehr in Berlin quasi als Voraussetzung genommen. Wenn das im Juli auch immer noch so ist, würden wir uns daran auch halten, dass da keine speziellen Kontrollen geführt werden im Einlass. Aber das ist alles noch so ein bisschen spekulativ. Wer sich natürlich irgendwie wohlfühlt, mit Maske vor Ort zu sein, dann werden wir daran nicht hindern. Aber wenn es jetzt nur irgendwelche nochmal neue Gesetzesanpassungen gibt, dann werden wir darauf sozusagen reagieren und das wird dann auch nochmal bekannt gegeben. Ansonsten hoffen wir und denken, dass sich auch Sachen immer mehr ein bisschen lockern und auch gerade die Sommer in den letzten Jahren eigentlich immer am angenehmsten waren, selbst als wir noch vielleicht höhere Corona-Fallzahlen hatten, sah es im Sommer eigentlich immer sehr gut aus. Ja, das stimmt. Ja, wir drücken auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen und die ganzen Infos, alles was du jetzt gesagt hast, findet man ja auch bei euch auf der Seite. Und wenn es da irgendwelche Änderungen gibt, und da gibt es ja auch immer Updates und so weiter, ne? Von daher kann man da auch dann nochmal alles nachlesen, wie dann der aktuelle Stand der Dinge dann ist. Ja, das, wie gesagt, also ich freue mich wirklich riesig, also ich bin ganz gespannt und ich denke mal, es geht auch vielen Zuschauern genauso, auch vor allem dann vielleicht auch die Leute, die schon mal da waren und genau wissen, was kommt. Und jetzt möchten die Zuschauer und auch ich natürlich auch noch ein bisschen was über dich privat erfahren. Und zwar, ich frage ja immer so gern die Frage, und das weiß, das ist für uns Brettspieler ja auch immer sehr schwierig. Deswegen drehe ich die Frage ein bisschen anders. Und zwar frage ich, was ist denn aktuell dein Lieblingsspiel? Aktuell ist eine gute Frage. Also ganz aktuell, und das ist quasi super aktuell und auch ein bisschen schwierig, weil das Spiel gibt es noch gar nicht, aber wir haben erst vor kurzem, Pete und ich, Annas Tür, den neuen Kickstarter von Mythic Games spielen dürfen, ja. Der so wirklich ohne gefühlte Kommentare bei uns angelandet ist und wir dann so ein bisschen Nachforschung anstellen mussten und dann endlich auch mal die Regeln bekommen haben. Und da war ich wirklich sehr begeistert. Das ist so ein, natürlich wieder so viele Miniaturen auf dem Brett, aber so Side-Scroller-mäßig ist das eine Adaption, wo man quasi so in der Landschaft die Bretter dann tauscht und weiter quasi von links nach rechts läuft und dann auch irgendwann mal auf Oberbösewichte trifft. Und das hat mich wirklich, ich habe da überhaupt gar keine Ahnung gehabt, dass dieses Spiel rauskommen wird und dass es vielleicht dieses Spiel überhaupt braucht, aber war da wirklich positiv überrascht. Und vielleicht ein Spiel, was ich sonst gerade mit meiner Familie auch wieder verstärkt gespielt habe, ist Paleo. Ah ja. Da haben wir quasi jetzt schöne kooperative Abenteuer im Steinzeitalter, sage ich jetzt mal so salopp, absolvieren können. Und das funktioniert gerade kooperativ mit meiner Frau und Tochter sehr cool. Da haben wir jetzt ein paar schöne Partien gespielt und wollen eigentlich demnächst dann mal die erste große Erweiterung, die ist ja auch schon ein bisschen ein neuer draußen, Anfang, genau. Da mal spielen. Also das ist quasi ja Paleo von den Sachen, die man schon bekommen kann. Und Annas Tür war so ein Projekt, was mich mal wieder positiv überrascht hat, wo ich dann innerlich mal wieder gehypt war. Ob es dann am Ende, wenn alles fertig ist, diesem Hype gerecht wird, werden wir vielleicht sehen, der ein oder andere. Aber ja, also es passiert immer wieder und es ist ja schön, dass man wirklich ältere, in Anführungszeichen, Spiele mal spielt oder auch wieder zu denen findet und dann aber auch mal wieder neue Sachen um die Ecke torkeln und man sich da nicht halten kann. Ja. Ein gesunder Mix. Ja, schön. Dann erstmal vielen Dank für die ganzen Infos. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall uns auf der BerlinCon spätestens dann mal persönlich auch sehen. Ne? Dann werde ich, egal ob du Zeit hast oder nicht, du musst da mit mir reden. Nein. Das kriegen wir hin, das werden wir hin. Genau. Vielleicht kriegt man es ja auch dann mal abends hin, dass man mal was spielt. Wir schauen einfach mal. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Und wir werden dann mal gucken, wie dann die aktuelle Lage ist und drücken, wie gesagt, ganz fest die Daumen. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und an die Zuschauer nochmal dran denken, macht bei dem Gewinnspiel mit. Ja, dann vielen Dank nochmal. Dann seht ihr mich spätestens beim nächsten Video oder auch den Alex, ne, dann auf seinem Kanal. Alle für Brettspiele. Ein Brettspiel für alle. Ja, tschüss. Ciao, schön, dass ich da sein konnte. Dankeschön.